Yo, was geht ab mit den Freunden? Auractivity zu dem 200 Abonnenten Special, zu dem FAQ. Ja, im Hintergrund seht ihr das Orakel Game, was ich heute aufgenommen habe für WoW Fastlane. Ja, weil ich bin auf die Black Ops 3 Server nicht raufgekommen. Das finde ich sehr, sehr scheiße. Ihr habt mir ordentlich Fragen geschrieben und das finde ich richtig, richtig fresh. Und nur bei einer Person durfte ich den Namen nicht verwenden, der weiß schon, wer gemeint ist. Aber es ist ja nicht schlimm. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir auch direkt. Auf geht's! Altrin Gyukai fragt, sorry, wenn ich den Namen falsch ausgesprochen habe. Erstens, welche Spiele willst du noch zocken? Und zweitens, hast du früher Call of Duty Ghosts gespielt? Ich gehe jetzt erstmal auf die erste Frage drauf ein. Ja, natürlich will ich noch andere Spiele auf diesem Kanal bringen. Nur inzwischen Zeit, also. Letztes Jahr sind ja mega viele rausgekommen, die interessieren, zum Beispiel FIFA 16, Star Wars Battlefront und Black Ops 3, alle auf einem Zeitpunkt. Aber jetzt muss man erstmal so warten, bis die nächsten Kracher rauskommen. Eigentlich wollte ich The Division zocken, aber da habe ich die Beta eiskalt verpasst. Und ja, gut, habe ich gesagt. Ich werde mir da dann auch erstmal was reinziehen und dann werde ich mir vielleicht davon das Spiel holen. Und Uncharted 4 will ich vielleicht auch machen. Schreibt ja gerne mal in die Kommentare, was ihr vielleicht mal so auf meinem Kanal sehen wollt. Und zweitens, habe ich mal früher Call of Duty Ghosts gespielt? Ja, ich habe es tatsächlich mal gespielt. Und ich mag es genauso wenig wie die meisten anderen. Ich habe, also ich weiß es noch, damals war das so ein Mediamarkt da, in so einem, also im Regal halt, war runtergesetzt. 10 Euro. Fand ich auch schon so ein bisschen überteuert, habe auch erstmal gedacht, nehmen wir das mit. Habe ich mir dann gedacht, komm, packen wir ein. Tja, heute ist es bei meinem Kumpel, dem habe ich es geschenkt. Gut, weiter geht's mit der nächsten Frage. GamerNoob XX Ausrufezeichen fragt. Erstens, wie bist du auf den Namen gekommen? Und zweitens, warum machst du YouTube? Wie ich auf den Namen gekommen bin, weiß ich selber nicht mehr. Aber was ich noch weiß, ist, ich habe einfach so überlegt, was gibt's denn noch nicht so oft? Hab aber auch nicht geguckt, was es so gibt. Und womit könnte ich mich so auszeichnen? Und keine Ahnung. Dann habe ich so gedacht, Inscope hat eine Zahl hinten dran. Hängt bei mir doch auch eine Zahl hinten dran. So, dadurch auf jeden Fall die 56. Und dann ist mir irgendwie der Name Rectangle 56 eingefallen und zack. Jetzt ist der Kanal hier. Und zweitens war ja die Frage, warum mache ich YouTube? Ich mache YouTube, weil es mir einfach Spaß macht. Es ist einfach ein riesiges Hobby. Und ja, man merkt es auf jeden Fall, dass ich das weitermachen will, weil ich habe mir jetzt ja extra einen PC dafür gegönnt, damit ich die Videos auch vernünftig schneiden kann und alles. Und es macht einfach Spaß. Leute, wenn ihr das nur wegen Geld oder so macht. Ihr müsst dabei Spaß haben, sonst bringt euch das echt nichts. Weiter geht's zur nächsten Frage. Ryan Klein fragt, die erste Frage wollte ich nicht mit reinnehmen. Zweitens, was ist dein Ziel an Abos für dieses Jahr? Und drittens, hast du Geschwister? So, kommen wir erstmal dazu, was mein Abo-Ziel dieses Jahr ist. Mein Ziel sind die 300. Mein Wunsch sind die 500 und mein Traum, wirklich Traum, wären die 1000 dieses Jahr. Ja, kommen wir dazu, ob ich Geschwister habe. Ich hatte drei. Was mit dem dritten passiert ist, gehört ja nicht in dieses Video. Und dann habe ich jetzt noch eine kleine Schwester, die wird dieses Jahr 7 und eine große Schwester, die ist letzten Monat 21 geworden. Und dann auf geht's zur nächsten Frage. Bis gleich. Hier haben wir die Frage, wo derjenige nicht den Namen genannt haben wollte. Ihr braucht doch gar nicht nachgucken bei dem Video. Ich habe den Kommentar wieder runtergenommen. Zum Schutz desjenigen. Auf jeden Fall hat derjenige gefragt, hast du eine Freundin und hattest du schon mal? Wenn ja, wie war es? Also, ja, ich habe eine Freundin. Und ja, ich hatte es auch schon mal. Mir ist es voll unangenehm, hier zu sagen.
Ich habe sie gerade nochmal angerufen, sozusagen, ob ich ein Foto von ihr einblenden kann. Und das Foto seht ihr jetzt. Alles klar, ich würde sagen, auf geht's zur nächsten Frage. Die nächste Frage kommt vom SL Crasher. Wer ist dein Lieblings-YouTuber, den du direkt in der Abo-Box stehen hast? Und ja, dann. Das kann ich gar nicht richtig beantworten. Ich blende euch jetzt einfach hier direkt ein Bild ein. Nein, Spaß, Leute. Ich will hier niemanden lächerlich dastehen lassen. Deswegen, ja, nimmt das nicht zu ernst. Und dann würde ich sagen, auf zur nächsten Frage. Brosi01 fragt, machst du bitte mal ein COD-Turnier? Ich selber nicht, aber ich werde, denke ich mal, bald mit meinem Clan eins organisieren. Denn wir wollen auch auf jeden Fall mal so ein bisschen Aufmerksamkeit auf uns machen. Und das geht ja nicht ohne so ein paar Clan-Battles. Deswegen kommen da bald noch Informationen. Und deswegen auf geht's jetzt leider schon zur letzten Frage. Bis gleich. BlackPlayerHD fragt, würdest du dir einen Scuff holen oder hast du schon einen Scuff? Ich will mir eigentlich unbedingt einen holen, nur dazwischen kommt jetzt auf jeden Fall erstmal, ich brauche ein neues Mikro, damit die Audioqualität besser wird. Ja, ich denke mal auch neue Kopfhörer dazu, damit ich halt, ich stecke in letzter Zeit mein ganzes Geld halt in YouTube rein und da bleibt wenig über für so Hobby-Sachen. Das, also mit Hobby meine ich jetzt so COD natürlich, es ist natürlich auch YouTube, aber was bringt es euch, wenn ich einen Scuff hole? Natürlich kommen dann ein paar bessere Gameplays raus, aber trotzdem bleibt dann die Qualität gleich. Und ja. Nun gut, ich hoffe, euch hat mein 200-Abo-Special gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich natürlich über eine positive Bewertung freuen. Und erzählt ruhig euren Freund mal von mir. Teilt das Video überall. Vielleicht packen wir noch die 300 Abonnenten in diesem Jahr. Und ja, als kleine Spoilerwarnung, da ich das Gameplay jetzt nicht im Hintergrund laufen lasse. Ich habe Roman Reigns gespielt und habe dann auch gerade so gewonnen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns. Haut rein. Und schreibt bitte mal in die Kommentare, ob ich so eine Review zu Fastlane machen soll. Und ciao.